Die anti-israelischen Proteste weltweit sind längst eskaliert. Nun fordern sie die ersten Todesopfer. Nahe Los Angeles starb ein jüdischer Demonstrant. Zuvor soll er von einem pro-palästinensischen Demonstranten mit einem Megafon auf den Kopf geschlagen worden sein. Die jüdische Gemeinschaft reagiert geschockt und die Behörden ermitteln aufgrund eines möglichen Hassverbrechens. Blutüberströmt liegt Paul Kessler auf einem Bürgersteig in der US-Stadt Thousand Oaks nahe Los Angeles. Einen Tag später ist der jüdische Demonstrant tot. Der 69-Jährige stirbt im Krankenhaus. Wie Medien berichten, schlug ein pro-palästinensischer Demonstrant den Mann mit einem Megafon. Dieser krachte zu Boden und verletzte sich schwer am Kopf. Die Behörden bestätigen, laut Zeugenaussagen hatte der 69-Jährige eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Gegendemonstranten. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und schließt Mord und ein mögliches Hassverbrechen stand jetzt nicht aus. Die jüdische Gemeinschaft zeigt sich nach dem Vorfall erschüttert. Gewalt gegen unsere Leute hat in einer zivilisierten Gesellschaft keinen Platz. Wir fordern Sicherheit und werden Gewalt gegen unsere Gemeinschaft nicht dulden. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um das zu verhindern, schreibt die Jewish Federation of Greater Los Angeles auf der Plattform X. Ob die Tötung des Mannes beabsichtigt war, steht nicht fest. Klar ist allerdings, die USA erleben aktuell eine Welle heftiger Proteste gegen Israel. So besetzen hunderte Aktivisten das Symbol der Vereinigten Staaten, die Freiheitsstatue. Sie forderten einen Waffenstillstand und ein Ende der, Zitat, völkermörderischen Bombardierung des Gazastreifens. In Washington hatten zuvor Zehntausende Teilnehmer gegen die Antiterroreinsätze Israels demonstriert. Auch dort eine extrem negative Stimmung gegenüber dem einzigen jüdischen Staat der Welt. Wir haben heute die Pflicht, das Massaker zu stoppen, indem wir die Verbrecher im Weißen Haus und in Israel drängen, die Belagerung des Gazastreifens und den Völkermord an den Palästinensern zu beenden und die Besatzung zu einem Ende zu bringen. Das wird nicht einfach durch Verhandlungen erreicht werden. Thousand Oaks trauert derweil um den verstorbenen Juden Paul Kessler. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber ist mir aus New York zugeschaltet. Michael, was weiß man inzwischen über diesen Vorfall? Naja, wir wissen so viel mehr eigentlich nicht. Es soll ja heute Morgen in L.A. dann eine Pressekonferenz geben, wo es vielleicht dann das ein oder andere mehr an Details gibt. Es soll eine sehr aggressive Stimmung gewesen sein auf dieser Demonstration seitens der Palästina-Sympathisanten. Wie es dann tatsächlich zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist, das wissen wir nicht. Offensichtlich aber zwischen diesen beiden Männern. Es soll ja dieses Mikrofon geflogen sein. Der Mann muss wohl gestolpert sein, aufgrund dessen dann mit dem Hinterkopf auf die Straße aufgeschlagen sein. Ob das jetzt alles mit Absicht geschehen ist, das wissen wir nicht. Ja, wir wissen, es wird wegen eines Hate Crimes, eines Hassverbrechens, also auch mit ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Aber die Frage ist natürlich, ob tatsächlich eine Absicht vorhanden war oder ob das sich hochgeschaukelt hat, ob es vielleicht Körperverletzung mit Todesfolge ist. Ich möchte da gar nicht da am Ende drüber spekulieren, aber vielleicht weiß man dann am Ende Neues. Und was wir auch wissen ist, dass der Mann, der den Juden attackiert hat, offensichtlich auch selbst dann den Notruf mitgewählt hat. Und er ist ja auch vor Ort geblieben. Da handelt es sich, das konnte man ja sehen, auch um einen älteren Mann. Also im Moment ist der Tathergang wirklich nicht richtig zu erklären. Da fehlen uns einfach die Fakten, da fehlen Zeugenaussagen und vielleicht gibt es die ja dann später in dem County bei Los Angeles. Michael, danke schön nach New York. Bei mir im Studio jetzt der Chefredakteur der Weltgruppe, Ulf Poschardt. Schön, dass du bei uns bist, Ulf. Hallo. Wir wollen auch über diesen Vorfall sprechen. Also es gibt ja schon seit einem Monat jetzt Angriffe auf Juden auf der ganzen Welt und jetzt enden sie auch tödlich. Ich bin sprachlos. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich heute Morgen die ersten Bilder gesehen habe, ist mir eigentlich in der Sekunde klar geworden, dass nach dem schlimmsten Mordanschlägen, nach dem Holocaust, genau einen Monat später, jetzt in Amerika, was eigentlich in der Regel ein sehr sicherer Ort war für jüdisches Leben, auch nicht irgendwie in einem
Brennpunkt Kiez, South Central von Los Angeles, sondern im gutbürgerlichen Teil Kaliforniens ein Mann mit einer Israel-Fahne umgebracht wird. Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja wegen Mordes. Das verschärft nochmal diese Auseinandersetzung. Und ich glaube, das muss uns in Europa, aber auch in Deutschland, insbesondere mit unserer Geschichte, nochmal wachrütteln, was da im Augenblick auf dem Stiel steht. Wir haben immer gesagt, ja, ist das ein Kulturkampf? Möglicherweise, wenn man über Meinungen streitet, auch über Kritik an Israel streitet. Aber wenn diese Gewalt und auch diese Brutalität, die die Demonstranten da in Kalifornien gezeigt haben, sich so weiter fortsetzen, dann reden wir eher von Szenarien, die Richtung sehr was Bürgerkriegsähnlichen sich entwickeln. Ich will da nichts beschreien, aber das ist schon schockierend. Wir hatten dieses Wochenende in Berlin wieder eine riesige pro-palästinensische Demonstration. Und auch da gab es hässlichste Szenen. Vor einer Starbucks-Filiale wurden Menschen bedroht, sie wurde bespuckt. Dann gibt es dieses Bild, wie Demonstranten auf den Neptunbrunnen am Alexanderplatz geklettert sind und die palästinensische Flagge dort gehisst haben. Und man fragt sich ja auch so ein bisschen, wo ist eigentlich das Gewaltmonopol? Ja, ich glaube, die große Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da würde man sagen, da ist erstmal die Politik gefragt, das stimmt auch, ist aber auch die Zivilgesellschaft gefragt. Wir müssen artikulieren, was wollen wir in unserer Gesellschaft und im Zweifelsfall auch mal eine Demonstration für Israel unterstützen. Da sind die Solidaritätsveranstaltungen klein. Am Sonntag gab es eine, da sind dann 500 Menschen dabei, von denen würde ich mal sagen, eher 80 und 90% aus der tollen und sehr, sehr aktiven jüdischen Community gespeist ist. Also wenn wir nicht aufpassen, verrutschen die Dinge, weil ich glaube, diese Jungs, die da auf den Neptunbrunnen nach oben klettern mit der palästinensischen Fahne, wie können die sich denn nicht anders als ermutigt fühlen, wenn das so einfach möglich ist? Wie können sich diejenigen, die diejenigen verklären, die am 7. Oktober Kinder, Frauen, Rollstuhlfahrende, Großmütter hingeschlachtet haben, als wenn sie unbeschadet in Deutschland ihre Propaganda ausleben können? Und vor dem Hintergrund, glaube ich, brauchen wir jetzt genug der Reden. Habeck hat eine schöne Rede gehalten. Wir erklären immer wieder, was wir alles nicht wollen. Frau Baerbock schreibt, dass sie in der jüdischen Kita war und ganz beeindruckt ist, wie schlimm das für sie ist. Diese Reden können wir uns sparen. Zum 9. November, wir brauchen klare Zeichen. Ich bin sehr gespannt, wie das in Amerika weitergeht. Wie gesagt, Los Angeles, New York, Florida, das waren eigentlich Orte, an denen amerikanisch-jüdisches Leben sehr sicher war, ist es nicht mehr. Aber was heißt das für Deutschland? Was heißt das für Europa? Ich glaube, die Politik ist da noch nicht auf der Höhe der Zeit. Und diese Leute, die das zu ihrem Thema gemacht haben, nämlich für die Hamas auf die Straße zu gehen, die fühlen sich mit jedem dieser Tage eher bestärkt als bedroht. Du sagst, du erwartest klare Zeichen. Wir haben jetzt viele Reden gehört, viele Worte gehört. Aber für viele dieser Dinge, Robert Habeck hat zum Beispiel gesagt, wer auf die Straße geht, diese Massaker bejubelt und kein deutscher Staatsbürger ist, der gehört ausgewiesen. Für viele dieser Dinge müsste man ja auch das Grundgesetz ändern, beziehungsweise die Gesetze auf jeden Fall ändern. Siehst du da die Bereitschaft? Ich glaube, wir haben die Verpflichtung, wenn wir sagen, für uns ist es Staatsressort, die Existenz von Israel zu verteidigen, dann müssen wir schon mal ganz klar positioniert sein, was die Feinde dieses Existenzrechts Israel betrifft. Und dann auf der anderen Seite, für mich gehört zur Staatsressort auch die Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir gar keine andere Alternative, als dann auch die Gesetze so zu modifizieren. Die müssen ja nicht ganz anders werden, um deutlich zu machen. Für uns ist das ein Ausschlusskriterium. Jemand, der das bejubelt, kann kein Deutscher werden. Markus Söder hat ja sogar gestern darüber gesprochen, das Bürgerrecht zurückzuziehen. Und ich glaube, langsam kommt die Politik an den Punkt, wo sie nicht mehr zurück kann. Und ich hoffe sehr, dass sie bei dieser Klarheit weitermachen. Ulf Poschert, danke schön für den Besuch. Gerne. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.